und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal mit zwei ganz lieben Gästen neben mir. Einmal Cosima und Chanel, wollte ich und einmal kurz vorstellen. Wenn ihr Leas letzte Videos gesehen habt, kennt ihr mich ja. Ja, ich bin Fashion- und Travel-Influencerin, komme aus Hamburg, 20 Jahre alt und ja. Mich kennt ihr jetzt, glaube ich, sowieso. Und ja, wir drehen heute einen kleinen GNTM-Talk über die allererste Folge. Wir haben sie alle geguckt. Ja, ja. Und ich habe so ein bisschen nach euren Meinungen auf Instagram gefragt und da kamen sehr viele Diskussionen, glaube ich, auch so untereinander auf. Und deswegen dachte ich, das wäre eigentlich ganz cool, mal in so einer kleinen Runde so ein bisschen darüber zu quatschen und zu talken. Ich kann ja gleich mal anfangen und zwar, wie findet ihr es eigentlich, dass so ältere Kandidaten jetzt dabei auch so sein dürfen? Also, dass es jetzt so mit dem Alter so sehr gesplittet wurde, dass jetzt von jung, ich glaube, die Jüngste ist, glaube ich, 18. Ja. Und die Älteste ist ja 18. Findet ihr das so? Weil da haben auch einige geschrieben, dass sie da so es irgendwie komisch finden, aber doch irgendwie cool. Ich glaube, die Meinung ist da sehr zwiegespalten bei den Leuten. Also ich finde es eigentlich sehr cool. Ich glaube, das ist auch bestimmt interessant und unterhaltsam. Mhm. Ich bin voll gespannt, wie die die Challenges machen, weil Germany's Next Topmodel ist ja auch dafür bekannt, dass die ganzen Challenges jetzt nicht unbedingt immer so super, ja, easy sind. Die schwingt sich ja auch nicht nur so extrem. Ich weiß nicht, hattet ihr manchmal auch so ein Luftshooting oder so in der Luft? Ja, wir hatten ja das ganz krasse da, dieses Hochhaus, was ja irgendwie 122 Meter. Ich stelle mir das für jemanden, der schon definitiv älter ist, schon ziemlich kritisch vor. Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwie nochmal so Ausnahmen. Also Heidi meinte ja nicht. Ich glaube auch, dass alle gleich. Fände ich auch tatsächlich unfair. Ja, okay. Weil nicht, da muss man halt, wenn es halt gar nicht körperlicherseits ist, ja, die damit halten können. Aber vor allem ist es ja manchmal so, dass dann so länger, so weniger es werden, dann gibt es ja oft, wenn die sich dann schon besser kennen, dass man auch mal so ein bisschen Konflikte und Diskussionen hat. Ja. Und ich bin da gespannt, ob die beiden dann so, oder die drei, sind ja drei ältere, ob die dann so ein bisschen die Muttis sind, die dann so Streitschlichter spielen. Oder ob sie so mit reingehen. Ich finde es richtig cool. Also ohne Spaß, ich hätte, glaube ich, in meiner Staffel so eine Mutti gebraucht. Eine, die so eine Hand nimmt und sagt, die einen so ein bisschen so am das Boden hält, ne? Ja, ein bisschen runterfährt. Ja. Wurde, welches unsere Favoriten sind so jetzt nach der allerersten Staffel? Habt ihr da schon eine Folge? Ich sag immer Staffel, was ist los bei mir? Ob ihr da irgendwie schon einen Favoriten habt, wie gesagt, so, den fand ich super und da hatte ich Prinz. Also. Ja, also ich fand Juliana. Juliana, weißt ja. du, ne? Ja. Die fand ich schon bei den Videos, bei dem Vorstellungsvideo, fand ich die schon geil. Auch bei dem, nur bei dem Bild hat man so gesehen, so irgendwie, die hat eine Ausstrahlung. Ja, ich habe die auch bei dem Bild gesehen. Die hat finde ich, eigentlich auch ein bisschen an Rebecca Mir von früher, so mit dem Haar. Ja, schon ein bisschen. Ja. Ich fand die auch so, auch vom Bild habe ich so gedacht, ich finde die super. Ja, ich glaube, die wird es richtig, also richtig weit bringen. Ja, ich glaube, ich wäre auch eine Kandidatin, die ich eventuell sogar vielleicht im Finale sehen könnte. Okay, kann man jetzt noch nicht sagen. Kann man nicht sagen, aber ja. Also, tatsächlich. Ich finde es krass, dass, also man hat, ich hatte das Gefühl, bei diesem ersten Walk jetzt konnten von denen, wie viele waren es, 20, 30, irgendwie nur 5 laufen, so gefühlt. Also ich bin richtig gespannt, ob die alle noch so eine Entwicklung hinlegen und am Ende dann halt auf einmal doch voll viele laufen können, von denen man es jetzt nicht so erwartet hat. Aber ich fand tatsächlich den Walk von den meisten eher nicht so gut. Also Juliana ist da sehr rausgestochen. Lukas Walk fand ich auch gut. Ja, das hatten mir auch viele geschrieben, dass Luna. Der war richtig krass. Ja, also sie ist auch mit Favoriten aktuell. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, wie sie gelaufen ist, weil ich nicht so detailliert auf jeden Walk geguckt habe, aber das hatten mir auf jeden Fall auch sehr viele geschrieben, dass sie fand, dass sie schon sehr gut fürs erste Mal gelaufen ist. Welche ich auch super, super sympathisch fand, war Pauline. Pauline? Ah, genau, Pauline. Genau, die alleine kam mit den braunen, kurzen Haaren. Die fand ich auch mega. Die fand ich. Simba. Die fand ich irgendwie mega sympathisch und ich fand es krass, dass sie schon 32 war, weil ich fand, sie sah aus mit 20. Never gedacht.
schon so jemanden so nach der Folge, wo ich sage, da haben mir ganz viele geschrieben, den fanden sie super unsympathisch. Nein. Ich finde das eben schwierig, eine Person jetzt deswegen runterzumachen. Ja. Aber ich finde, also alle, die bei so einer Serie mitmachen, wollen ja irgendwo diesen Erfolg, wollen Aufmerksamkeit, Fame, wie auch immer man das nennen mag. Aber es ist halt die Art und Weise, wie du dich dabei gibst und zu sagen so, hey, ich mach das, ich bin willensstark, ich mach mein Ding und ich will Erfolg haben, eine Sache, aber zu sagen, ich bin ein Star, ich darf einen roten Teppich, ist schon, ja, ein bisschen unangenehm einfach irgendwie. Ja, ich fand's auch ein bisschen drüber, ein bisschen too much. Ja. Ja, also ich fand's auch ein bisschen, also klar sind da, glaube ich, viele so mit dem Hintergedanken bestimmt, dass sie da sich schon was erhoffen, dadurch irgendwie bekannt zu werden, aber ihr kam es halt so ganz, ganz komisch rüber, fand ich. Ja, pass auf. Es war einfach ein bisschen unangenehm. Es war einfach too much. Also ich will jetzt nicht sofort nach der ersten Folge sagen, ey, abgestempelt, du bist mir sowas von unsympathisch. Nein, aber sie wirkte auf jeden Fall in der ersten Folge, die so zusammengeschnitten wurde, wirkte sie für mich von den Kandidaten als unsympathischste erstmal so vorne raus. Ja. Und meint ihr, dass die eine Kandidatin, weil da ist ja auch eine Kandidatin, wo so gerade so spekuliert wird, Viola? Meint ihr, dass sie irgendwie irgendjemand eingeschleust wurde, weil da gibt es ja etliche Artikel im Internet, wo darüber diskutiert wird, sie ist nur eingeschleust oder denkt ihr, sie hat sich da wirklich selber aus Interesse oder... Ich glaube nicht, dass Ich weiß nicht. Ich kann mir irgendwie vorstellen, also so wie sie das erzählt hat, hat es sich so angehört, als ob sie irgendwie Wette verloren hat. Sie hat irgendwie gesagt, dass sie irgendwie mit ihrem Projekt, weil die irgendwelche Fotos von ihr gemacht haben oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat einfach einen kleinen... sie dachte sich wahrscheinlich so, YOLO, ich mach's einfach. Genau. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie da angenommen wird, ja. Ja. Aber also weil sie halt so crazy ist, passt sie halt einfach zu dieser Staffel. Also, das ist ja einfach total drüber alles. Ne? Also, desto älter, desto besser, desto crazier, desto besser. Ja. So, das ist ja... Genau. Das war auch ein Kommentar, was die Leute gestört hat an der ersten Folge, dass so oft Diversity so betont wurde. Weil ganz viele meinen so, warum muss man das so oft betonen? Wieso kann man, ist schön, dass es unter der Staffel so steht, also das Motto, aber wieso muss man das so oft auf dem Präsentierteil immer wieder sagen? So? Weil es doch einfach so, warum? Oder fandet ihr das schlimm? Also ich weiß nicht. Also, es war ja schon letztes Jahr auch schon so, dass immer sehr viel über Diversity geredet wurde, oder? Also ich finde es auch gut. Ne? Also irgendwo muss ja mal ein Zeichen gesetzt werden, weil es ist halt nicht immer dieses 90-60-90. Ja. Aber es hat halt nicht mehr so viel mit Model zu tun. Also es geht halt schon eher so einfach um Entertainment. Unterhaltung. Ja. Ja. Aber gut, ich finde auch, das macht, glaube ich, auch gerade diese Staffel so interessant, dass alle so unterschiedlich sind. Ja. Und dass diesmal noch das Alter mit variiert. Ich finde da halt das so ein bisschen schwierig, inwiefern sind da halt Leute wirklich drin zum Entertainen und inwiefern sind die auch drin mit dem Gedanken, dass die auch wirklich gewinnen können. Mhm. Also klar, die selbst wollen gewinnen, aber so als Außenstehender oder auch als Heidi oder keine Ahnung was, so glaubt sie, also ist es überhaupt möglich, dass die wirklich gewinnen oder ist es halt nur so zum Entertainen? Das finde ich ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, ob am Ende, das ist halt schwer zu sagen, finde ich jetzt schon, ob das Finale dann auch eher mehr so auf Entertainment rausgeht oder ob am Ende trotzdem wieder nur diese, was heißt Standard-Models, aber so eher dann doch das, so das perfekte Model eher gesucht wird. So. Also nach den alten Standardmaßen. So, ich würde sagen, damit beenden wir diese kleine GNTM-Talk-Runde und weiter geht's jetzt auf Cosimas Kanal. Ich lege euch ihr Video gleich unten runter, der erste in der Beschreibung und da quatschen wir jetzt noch ein bisschen weiter über die erste GNTM-Folge. Ihr könnt uns sehr gerne eure Meinungen zu der Folge reinschreiben, wie ihr dieses Video fandet. Und ansonsten bedanke ich schon mal, dass ihr mit mir hier gequatscht habt. Sehr gerne. Und wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Wochenende oder was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video seht. Tschüssi! Ciao!